Dennis Palka ist bei mir, Spieler der Hannover Indians. 4-2 Sieg in Essen. Zufrieden soweit? Ja, auf jeden Fall. Also wir wussten, dass es ein schweres Auswärtsspiel wird. Vor allem, wenn man 8 Siege in Folge hat, ist immer der nächste Sieg schwerer und schwerer. Aber ich denke, wir haben ein grundsolides Auswärtsspiel gemacht und dann denke ich auch verdient. Beim letzten Spiel konntest du nicht dabei sein in Krefeld. Grund dafür war Geburt deines Kindes. Glückwunsch dazu erstmal. Danke. Ist der Kleine gut angekommen zu Hause? Ja, ist alles prima gelaufen und wir hatten jetzt die ersten 2 Nächte zu Hause und wir sind rundum zufrieden. Konntest du das Spiel gegen Krefeld dann trotzdem verfolgen? Nee, nicht wirklich, da war ich in dem Moment schon im Krankenhaus. Ich habe es natürlich bei Live-Ticker verfolgt, aber live nicht. Ne? Jetzt aber trotzdem nochmal zum Spiel heute. Es hat lange gedauert, bis endlich mal ein Tor gefallen ist, über das erste Drittel hinaus. Warum haben sich beide Mannschaften so schwer getan, Tor zu schießen heute? Ja, beide hatten einen guten Start mit den beiden Defensiven und Goalies haben auch gute Saves rausgehauen. Und da war es extrem wichtig, dass wir das erste Tor schießen, dass wir keinen Rückstand mehr herrennen. Und so ist es dann. Am Ende gibt es dann 4-2. Also 3 Minuten vor Ende wurde es dann ja nochmal knapp. Da stand zwischenzeitlich 3-2. Kriegt man dann nochmal zittrige Knie oder hat man Vertrauen in seine Mannschaft und sagt, das kriegen wir schon über die Zeit? Nee, natürlich zittrige Knie nicht. Aber wir wussten, dass wir jetzt gut verteidigen müssen, dass sie mit Druck kommen. Wir hatten auch noch ein paar Unterzahlsituationen, die wir überstehen mussten. Und ich denke, wir haben es ganz gut geregelt. Und deswegen auch. Die Saison ist jetzt schon ein paar Spiele alt. Wie zufrieden bist du denn bisher mit den Ergebnissen, Daniels? Ja, wir sind ein bisschen schläfrig in die Saison gestartet, aber ich denke, jetzt mit 9 Siegen in Folge sind wir durchaus zufrieden. Jetzt haben wir ein paar Tage frei, die wir uns auch verdient haben. Und dann starten wir nächste Woche mit Rostock und Tilburg auswärts und versuchen den Run weiter zu halten. Du sagst es gerade richtig, ihr habt so eine Siegesserie. Siehst du denn da trotzdem noch Verbesserungspotenzial, wo ihr noch dran arbeiten müsst? Ja, selbstverständlich. Also es waren teilweise auch knappe Siege dabei und Spiele, die wir nicht gut gespielt haben. Natürlich musst du auch solche Spiele gewinnen. Du hast Spiele dabei, wo du nicht gut spielst als Mannschaft, aber ich denke mal, dann die Qualität entscheidet dann doch teilweise, weil die Mannschaft gewinnt. Und genau solche Siege müssen wir holen und verbessern. Die Saison ist zwar noch lang, aber wo denkst du denn, wo könnte die Reise hingehen? Ich meine, wenn so eine Siegerserie, hat man natürlich eine breite Brust. Da kann ich dir kaum was zu sagen. Ich meine, viele Mannschaften haben sich verstärkt. Man sieht teilweise, wer gegen wen gewinnt in der Liga und da kann man kaum sagen. Natürlich wollen wir so weit wie möglich nach oben, um uns die beste Ausgangsposition für die Playoffs zu holen, aber wo es hingeht, wir wollen so weit wie möglich nach oben sein und einfach gutes Eishockey abliefern. Ihr habt jetzt erstmal Pause, wie wird denn die nächste Woche aussehen? Ja, wir kommen Dienstag zurück, Dienstag zurück zum Training und dann konzentrieren wir uns Freitag auf Rostock. Was werden die ersten Stellen sein, woran ihr schraubt am Training? Ja gut, wir müssen noch ein bisschen das Powerplay verbessern. Unterzahl ist jetzt ein bisschen besser geworden. Jetzt kommen wahrscheinlich vielleicht noch ein paar Spieler zurück, ich weiß es nicht genau. Und dann müssen wir nochmal die Reihen wahrscheinlich ändern, weil wenn wer zurückkommt, muss immer ein bisschen rotiert werden. Und dann denke ich frisch zurück in die Rückrunde. Dann danken wir dir für deine Zeit, wünschen viel Glück deinem kleinen Indianer zu Hause. Danke. Und nochmal Glückwunsch für den Sieg. Dankeschön.